Und die nächste Eskalation. Bei den großen Zensurfestspielen. Also, es nimmt ja gar kein Ende. Jede Woche ein neues Highlight in der großen Zensur-Olympiade. Meine Freundin hat schon die Tage gemeint, ich hätte im Schlaf gesprochen. Und es hätte irgendwie chinesisch geklungen. Na, keine Ahnung. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Zurück zum Thema. Also, es gibt hier scheinbar was Neues. Ich weiß nicht ganz genau, ob es tatsächlich neu ist oder ob es mir bislang nur noch nicht aufgefallen ist. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber es ist hochinteressant. Und zwar gibt es hier einen eingeschränkten Modus. Das habe ich gerade zum ersten Mal gesehen und denke mir, was ist denn das? Dann klickt man da mal drauf und dann kriegt man eine Anzeige und es wird einem erzählt, wenn Sie hier auf andrücken, dann werden Videos, die potenziell unangemessen aufgefallen sind. Ich gucke jetzt etwas streng, aber es ist auch ernst. Oder anderweitig gemeldet wurden, ausgeblendet. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt hier los? Ja, da muss man doch gleich mal draufdrücken, als linientreuer Bürger. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Und neugierig wie ich bin, habe ich dann natürlich gleich mal so ein bisschen recherchiert, was da denn nun so ausgeblendet wird. Und was stelle ich erschreckt fest? Da ist ja die Hälfte bei mir im Kanal ausgeblendet. Dabei bin ich doch das netteste, charmanteste und linientreueste Männchen, das so bei YouTube rumläuft. Also alles juristisch höchst einwandfrei. Geprüft von 500 fleißigen Juristen, die bei mir im Keller sitzen. Ich konnte es gar nicht glauben. Und da bin ich doch gleich mal zu den Kollegen gegangen und hab mal geschaut, ob ich da als Einziger diskriminiert werde. Ich weiß nicht ganz, ob ich dann erleichtert, beruhigt oder verärgert war, aber ich musste leider feststellen, auch Kollege Tichy hat's erwischt. Auch hier wird ordentlich ausgeblendet. Die potenziell unangemessenen und aufgefallenen Inhalte auf dieser kleinen Schmuddelseite ist ja nur ein preisgekrönter Journalist mit Jahrzehnten Erfahrung. Man sollte es alles nicht für möglich halten. Dann gehe ich doch zu Kollege Broder und schau mal, was da so los ist. Und ich glaub's ja gar nicht. Auch Kollege Broder ist betroffen. Eine ganze Latte von Videos verschwinden da doch mal eben. Alles potenziell unangemessene Inhalte von diesen prämierten Top-Journalisten. Nur damit sie mal Bescheid wissen, was sie da so alles gucken. Gemeldet und unangemessen. Ja, das sollten sie sich vielleicht mal überlegen, ob sie sich da in Zukunft nicht anderweitig umschauen. Nein, Spaß beiseite, ist natürlich Topmaterial und eine absolute Frechheit, dass hier tatsächlich was erzählt wird von potenziell unangemessen. Das grenzt ja schon an üble Nachrede, Rufschädigung, Geschäftsschädigung. Sollte man vielleicht mal einen Juristen drüber gucken lassen. Und man kann sich natürlich auch an drei Fingern auszählen, dass Kanäle, die solche Videos beinhalten, solche gemeldeten und potenziell unangemessenen, in den Suchergebnissen nicht so sonderbar positiv berücksichtigt werden. Ich berichtete darüber. Meine View-Zahlen, Abo-Zahlen und so weiter sind gerade auf dem steilen Sinkflug. Obwohl, wie gesagt, noch nie in all den Jahren auch nur eine kleine Beschwerde kam. Ein absolut lupenreiner Kanal und er wird beschossen wie nochmal was. Und jetzt sehe ich, den Kollegen geht's ähnlich. Eine ganz interessante Sache, ein weiterer neuer Höhepunkt der großen Aufräumaktion im Netz. Was da wohl noch alles kommt, also die Tage des freien Internets scheinen tatsächlich gezählt. Ich bin ja niemand, der immer gleich Katastrophe schreit, sondern eher derjenige, der immer sagt, wenn sowas kommt, alles halb so wild, Freunde. Aber was da gerade in den sozialen Medien so los ist in Sachen Zensur, Löschungen, Ausblendungen, Demonetarisierung, Ausgrenzung, Diskriminierung, Benachteiligung, Wettbewerbsverzerrung, das ist schon ein starkes Stück. Ich habe ja schon ein paar Videos die Tage dazu gemacht. Ich kann es alles gar nicht glauben. Man erkennt YouTube langsam kaum noch wieder. Und es scheint erst der Anfang zu sein. Eine weitere schockierende Sache sind die Suchergebnisse. Ich kann da jetzt nicht länger drauf eingehen, ihr könnt aber alle selber nachgucken. Ansonsten, wenn ihr zu faul seid, könnt es mir auch einfach glauben. Die Suchergebnisse haben sich extremst verändert. Nur mal ein paar Beispiele.
Mein Hofreiter-Video, ihr kennt es alle, bald eine 500.000 Views. Damit kann man das zum Beispiel mal probieren. Hat man vor einem Jahr Hofreiter in YouTube eingegeben, war mein Video das erste. Mittlerweile ist es nicht mehr das erste, auch nicht das achte, sondern es ist auf Seite 8. Ihr hört richtig, Seite 8, also Platz 200, muss man sich mal vorstellen. Und das, obwohl es das fünftmeist gesehene Video von Hofreiter im ganzen Internet ist. Ist es aber nicht auf Platz 5, auch nicht auf Platz 10 oder 20, sondern auf ungefähr Platz 200 gelistet. Und das geht nicht nur mir so, bevor ihr euch zu früh freut. Hiervon scheinen alle betroffen zu sein, also alle privaten YouTuber. Die komplette erste Seite ist quasi voll mit Mainstream-Sachen, obwohl viele davon quasi überhaupt keine Aufrufe haben. Bündnis 90, die Grünen, Phoenix und so weiter werden mir hier angezeigt, mit oft nur 1000, teilweise nicht einmal 1000 Views. Also vollkommen irrelevante Videos werden hier angezeigt, aber halt alle aus dem Mainstream. Und allein das, obwohl ich nun keine mega Recherche liefere, da meine Zeit gerade knapp ist, dürfte schon einen sehr guten Eindruck darüber geben, wo hier die Reise hinführt und wo wir schon jetzt sind, dass wir alle betroffen sind, also jeder private YouTuber. Bitte verteilt das Video, ich denke ein verdammt wichtiges Thema. Vielleicht sogar das wichtigste Thema der letzten Jahre, weil ja so eine Freiheit im Internet, die ist schon so ein bisschen was wert. Das hat dann letztlich Einfluss auf alles. Verteilt's, sagt's weiter, redet drüber, werdet laut, schreibt Artikel, macht Videos, whatever. Nehmt es als Anlass für weitere Recherchen. Wenn's euch hilft, nehmt euch dieses Video, nehmt euch Teile daraus, verwendet sie wie ihr wollt. Und wenn ihr schon dabei seid, auch mal den Kanal erwähnen, verlinken, bevor ich überhaupt keine Abonnenten und Zuschauer mehr habe. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, liken, kommentieren und ganz, ganz viel weiter sagen. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle schon mal prophylaktisch vom Internet und von euch verabschieden. Man weiß ja nicht, ob es vielleicht das letzte Video war, in dem wir uns gesehen haben. Die Zeit war schön, es hat mich gefreut. Machen Sie es gut. Oh, 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 Jimmy.